Nachtclubbesitzer. Der Traum eines jeden Mannes, der im Nachtleben Fuß fassen möchte. Wilde Partys, schöne Menschen, gefährliche Türsteher. Moin. Und vor allem viel, viel Geld. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum lang ersehnten Nachtclub Money Guide in GTA Online. Ja, ihr seht richtig, es passiert gerade wirklich, Freunde. Holy shit, es geht los. Der Nachtclub ist ja schon seit ewigen Zeiten eines der geilsten Unternehmen in GTA Online. Das wissen wir alle. Aber seit dem Criminal Enterprises DLC ist er nochmal deutlich krasser geworden. Und es gibt kaum ein besseres Unternehmen, was ihr euch anschaffen könnt, auch schon als Anfänger mittlerweile. Deswegen müssen wir uns das Ganze nochmal im Detail anschauen. Es ist schon lange her, dass der letzte Money Guide kam zum Nachtclub. Und genau aus diesem Grund würde ich sagen, labere ich hier gar nicht lange rum, sondern wir legen direkt los damit, wie man aber Millionen im Nachtclub in 2022 und voraussichtlich auch in 2023 scheffeln kann. Let's go, Freunde. Yes, Alter! Kommen wir natürlich als allererstes dazu, welchen Nachtclub ihr euch holen solltet und wo es den gibt. Außerdem wichtig zu erwähnen, wann man sich das Ganze zulegen sollte. Früher, also vor dem Sommer DLC, war es ja so, dass der Nachtclub wirklich erst Sinn gemacht hat, wenn man schon wenigstens einen Bunker spielt. Spezialfachkisten-Business und im besten Falle dann auch noch drei von den besten MC-Unternehmen besessen hat. Aber eine der größten Änderungen ist, dass mittlerweile der Nachtclub auch schon wirklich Sinn macht, wenn ihr noch keines von diesen anderen Unternehmen habt, was wirklich sehr, sehr geil ist, was auch einiges ändert in der Handhabung dieses Dings. Und weshalb das so ist, genau das werden wir uns in den nächsten Minuten anschauen. Das wird euch hoffentlich klar werden und deswegen solltet ihr auch am besten dranbleiben, Freunde. Ab geht's auf die Macebank Foreclosures Webseite. Dort könnt ihr euch nämlich einen Nachtclub käuflich erwerben, Freunde. Zu empfehlen sind da ganz grob, würde ich mal sagen, die zwei oben ganz im Norden der City, also entweder Vinewood Mitte für 1.670.000 oder Vinewood West für 1.700.000 GTA-Dollar. Gerade für mögliche Missionen und Verkäufe sind die später einfach optimal gelegen. Es sind nicht umsonst die teuersten, weil sie halt auch die beste Lage haben, sind wir mal ehrlich. Ich persönlich habe aber mittlerweile den zum Beispiel in Del Perro. Der kostet euch 1.645.000 und ich finde den auch ganz gut gelegen. Bei mir persönlich einfach ganz gut, weil das CEO-Büro da in der Nähe ist und meine Agentur und ich habe das gerne alles beisammen. Und die Lage ist dennoch nicht verkehrt, weil er auch recht zentral in der City gelegen ist und möglichst weit nördlich. Das ist auch sehr wichtig. Erfahrungsgemäß würde ich einfach behaupten, ist das alles so sehr praktisch. Und deswegen empfehle ich euch auch ganz klar, holt euch eine von diesen drei Clubs, da macht ihr nichts verkehrt, das ist gut investiertes Geld. Grundsätzlich können natürlich alle Nachtclubs das gleiche, unterscheiden sich nur im Preis, einfach weil die eben unterschiedliche Lage haben. Also, geldtechnisch ist das Ganze egal, welchen ihr euch holt, aber zum Beispiel ganz unten im Süden da, lasst den einfach sein, da seid ihr viel zu weit ab vom Schuss, das bringt nichts, das lohnt sich nicht, da einfach noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, glaubt mir da. Wenn ihr euch jetzt für einen dieser wunderschönen Clubs entschieden habt, dann könnt ihr den ja auch mit zusätzlicher Ausstattung versehen, gerade für Anfänger oder Leute, die noch nicht wirklich viel Kohle haben. Ihr braucht, um mehr Geld zu verdienen, keinerlei dieser Änderungen, also Stil, Beleuchtung, Name, Tänzer, Trockeneis, das ist alles kosmetisch, da braucht ihr nichts, das könnt ihr weglassen, ihr könnt euch das immer noch irgendwann im Nachhinein dazu buchen, das ist gar kein Stress, für den Anfang zum Geld verdienen braucht ihr nichts davon. Das einzig Wichtige ist, dass ihr beim Punkt Lager dort bis zu 5 Lageretagen upgraden könnt. Was es mit diesem Lager genau auf sich hat, dazu gleich noch mehr, aber das ist auf jeden Fall entscheidend, einfach weil ihr ein größeres Lager habt und mehr Ware lagern könnt, das wirkt sich sozusagen schon direkt auf euer Geld verdienen aus. Also hier ganz klar gesagt, früher oder später solltet ihr das auf jeden Fall auf Maximum ausrüsten. Wenn ihr das Geld dazu habt, macht es am besten leicht, dann ist es schon mal durch. Alle 4 zusätzlichen Lager-Upgrades werden euch zusammen etwa 1.700.000 kosten, wenn ich da richtig informiert bin. Also das ist schon eine ordentliche Stange Geld nochmal oben drauf. Aber wie gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und wenn ihr das Geld nicht habt, dann macht das eben Stück für Stück. Einfach immer, wenn ihr was übrig habt, bucht ihr euch eine Lageretage dazu. So könnt ihr das natürlich auch machen. Aber für die, die gerade wirklich frisch in GTA reingekommen sind und jetzt dieses Video sehen und noch keinen Plan vom Geldverdienen haben oder wie man perfekt in GTA mit Level 1 reinstartet, den empfehle ich ganz klar, Freunde, meinen von 0 zum Multimillionär-Guide. Gerne das Video auschecken, damit startet ihr perfekt in GTA Online rein, auch in 2022 noch. Danach seid ihr auf jeden Fall absolut ready für alle Kosten, die auf euch im Zuge des Nachtclubs zukommen können. Was soll ich sagen, Freunde? Ich spiele kein Casino. Und das Kinderzimmer? Zahlt sich auch nicht von alleine. Ihr wisst, Freunde, bisschen Eigenwerbung muss sein. So, um noch kurz die Ausstattungen fertig zu machen, die Garagenplätze unter diesen Lageretagen, die sind auch nicht nötig. Das sind ganz normale Garagenplätze, wie auch in euren Apartments etc. Das beeinflusst nicht euer Business. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, dass ihr auch Fahrzeuge in eurem Nachtclub lagern könnt. Guckt einfach, dass ihr kauft, was ihr braucht. Bestellt euch den Nachtclub und weiter geht's. Wenn ihr das erste Mal in euren Nachtclub reingeht, dann müsst ihr da kurz ein paar Setup-Missionen machen, wie auch bei den meisten anderen Unternehmen. Das ist ja aber nur eine einmalige Sache, die kriegt auch eigentlich jeder hin. Also denke ich, müssen wir da nicht groß drüber sprechen. Erledigt das einfach erstmal und dann könnt ihr ja auch wieder zurück zu eurem Nachtclub. Warte mal, was ist das denn? Wir parken da auf meinem Parkplatz. Alter, das ist ja ein Bugatti. Aber what the fuck, was ist das für eine komische Farbe? What color is your Bugatti? Ach, Andrew, du bist, naja, also ich habe keinen Bugatti. Oh, fuck off then. Ja, hast ja recht. Sorry, mein Bester. Alles gut, kannst hier ruhig parken, gar kein Problem, bleib hier ruhig stehen. Wenn auch du endlich deinen eigenen Bugatti fahren willst, damit du anderen Leuten endlich auch die Farbe deines Bugattis verraten kannst, dann bleib dran, denn nach diesem Money Guide von Easy Stretcher ist das absolut kein Problem mehr für dich. Ja, genau. Und nach dieser komischen Werbeunterbrechung machen wir doch noch weiter mit dem Thema
Cash machen, Freunde. Jetzt geht's ab. Kommen wir zur ersten Möglichkeit, um mit dem Nachtclub Geld zu verdienen. Es gibt nämlich insgesamt zwei Wege, über die man mit dieser wundervollen Immobilie Cash createn kann. Einmal der normale Clubbetrieb, der war vor der Änderung komplett irrelevant, sind wir mal ehrlich. Aber da hat sich einiges geändert und zwar wirklich krass geändert. Dazu kommen wir gleich aber noch. Es gibt nämlich noch eine weitere Art, Geld zu machen, nämlich über die Vorräte in eurem Lagerhaus unten in eurem Nachtclub drinnen. Das Ganze funktioniert immer noch so wie davor, deswegen gehen wir hier das als erstes mal durch. Das ist aber gerade für Leute, die neu in GTA sind, wirklich etwas kompliziert und nicht ganz so überschaubar. Versuche es aber so einfach und so einleuchtend wie möglich zu erklären, dass da keine offenen Fragen mehr sind. Ich hoffe, es gelingt mir. Also, ihr geht rein in euren Club und begebt euch als erstes mal in euer Büro, hinten oben im Nachtclub. Setzt euch dann auf euren wunderschönen Bürostuhl. Hey, holt euch mal ein paar vernünftige Stühle. Wie sieht das aus? Setzt euch an euren PC. Dafür müsst ihr entweder VIP, CEO oder MC sein. Das sollte im Normalfall ja aber kein Problem sein. Wenn ihr euch dann eingeloggt habt, am besten erstmal ganz runter auf Verbesserungen, denn hier gibt es auch ein paar wirklich, wirklich wichtige Dinge zu erledigen. Nämlich solltet ihr euch das Ausrüstungsupgrade besorgen, welches euch jetzt leider nochmal $1.425.000 kosten wird. Ist zwar viel Geld, aber das steigert wirklich die Effektivität eures Lagerhauses, beziehungsweise es verdoppelt das Geld, was ihr damit verdient. Und somit macht ihr natürlich deutlich mehr Cash, doppelt so viel Cash, um genau zu sein. Also, das holt ihr auf jeden Fall wieder rein. Holt euch das, das ist ein Must-Have. Auf das Personalupgrade darunter gehe ich später nochmal ein, wenn es um die andere Einkunftsart geht. Das ist auch sehr wichtig, aber für das Lagerhaus direkt nicht relevant. Und das will ich hier ein bisschen ausblenden, dass ihr auch wisst, was für was wichtig ist. Das Sicherheitsupgrade habe ich selber noch nicht gekauft, wie ihr seht, weil ich das eigentlich für unnötig halte. Es soll euch eigentlich vor Razzien etc. schützen. Aber ich habe davon im Nachtclub persönlich eh noch nie eine erlebt. Also könnt ihr euch das auch eigentlich sparen. Ja, jeder wie er möchte. So, wie funktioniert das ganze Lagerhaus-Ding jetzt? Dazu geht ihr am besten auf Lagerhausmanagement. Und da seht ihr oben jetzt 5 Techniker und darunter 7 Unternehmens- bzw. Güterfelder. Einen Techniker habt ihr von Anfang an gratis. Der zweite kostet euch 141.000, der dritte 184.500, der vierte 240.500 und der fünfte $312.000. Das sind alles einmalige Kosten. Also wenn ihr die einmal freigeschaltet habt, dann passt das so. Und letztendlich früher oder später sind die auf jeden Fall auch ein Must-Have, damit ihr eben das ganze Potenzial ausschöpfen könnt. Ihr könnt jetzt jeden dieser Techniker zu einem dieser darunter stehenden Unternehmen zuweisen. Diese Unternehmensbezeichnungen stehen für verschiedene andere Unternehmen, die es bereits im Spiel gibt, nämlich Frachtgut und Warenversand stehen für die Spezialfrachtkisten oder auch CEO-Kisten oder aber auch das Hangar-Business, das wusste ich selber lang nicht. Entweder eines dieser zwei Unternehmen müsst ihr sozusagen haben. Jagdausstattung steht für das Bunker-Business, südamerikanische Importwaren stehen für das Coke-Labor beim MC-Unternehmen, pharmazeutische Mittel für das Meth-Labor, die Bioprodukte für die Weed-Farm, Papierwaren für die Dokumentenfälscherei und Zahlungsmittel für die Falschgedruckerei auch bei den MC-Unternehmen. Jetzt kommt der etwas verwirrende Part. Wie gesagt, ihr könnt zum Beispiel euren ersten Techniker nehmen und dann auf Frachtgut und Warenversand ansetzen. Das geht aber nur, wenn ihr bereits im Besitz vom CEO-Kisten-Business oder auch dem Hangar-Business seid. Wenn ihr zum Beispiel ein CEO-Büro habt und auch schon Lagerhäuser für die Spezialfrachtkisten, dann hättet ihr ja die Möglichkeit, dieses Spezialfrachtkisten-Business betreiben zu können und macht das ja vielleicht auch aktiv. Wenn ihr an dem Punkt seid, geht das nämlich auch mit dem Zuweisen des Technikers im Nachtclub auf diesen Frachtgut- und Warenversandbereich. Also, ganz einfach eigentlich mit dem Besitz des jeweiligen Unternehmens schaltet ihr praktisch den passenden Bereich im Nachtclub-Lagerhaus frei. Und das gilt dann logischerweise auch für alle anderen Unternehmen. Ihr müsst sie also besitzen, eingerichtet haben, sodass ihr die theoretisch aktiv betreiben könntet. Und dann werden, ohne dass ihr was dafür machen müsst, eure Techniker im Nachtclub jetzt anfangen, für den Bereich, auf den sie angesetzt sind, Vorräte zu besorgen. Ganz nebenbei, schön passiv, während ihr zum Beispiel irgendwas anderes macht. Das heißt aber nicht ganz wichtig, dass die Techniker in eurem Nachtclub jetzt losziehen und zum Beispiel euren Bunker mit Vorräten versorgen oder befüllen, sondern dass eben im Nachtclub für diesen Bereich in das Lagerhaus des Nachtclubs Vorräte besorgt werden, die ihr später vom Nachtclub aus verkaufen könnt. Die einzelnen Unternehmen, für die diese Bereiche stehen, haben rein gar nichts mit diesen Bereichen im Nachtclub zu tun. Die sind praktisch nur die Eintrittskarte, dass das Ganze eben funktioniert und die funktionieren dann aber grundsätzlich eigentlich autark voneinander. Das heißt, ihr könnt euch jetzt zum Beispiel einen Bunker holen. By the way, da gibt es auch schon bereits einen Money Guide auf meinem Channel, sehr zu empfehlen, das Unternehmen. Wenn ihr den Bunker dann habt und einen Nachtclub, dann könnt ihr jetzt parallel das Bunker-Business wie eben vorher auch betreiben und nebenher zusätzlich noch einen Techniker im Nachtclub anheuern, der im Nachtclub dann auf den entsprechenden Bereich zugewiesen wird und dann eben Vorräte in das Lagerhaus des Nachtclubs einlagert. Ich hoffe, das ist verständlich rübergebracht. Also ihr habt den Nachtclub, in dem die Techniker euch Vorräte einlagern, ohne dass ihr was machen müsst, aber ihr könnt auch nebenher ganz normal eure anderen Unternehmen noch betreiben und da selber Vorräte kaufen und dann Verkaufsmissionen machen. Das funktioniert beides nebeneinander, autark voneinander, aber der Nachtclub funktioniert eben nicht ohne dieses normale Business, dass ihr das besitzt. Eigentlich ist es nicht so kompliziert, aber ein bisschen verwirrend auf jeden Fall, finde ich. Aber wichtig natürlich, ihr müsst auch keines dieser Unternehmen aktiv betreiben, sondern wichtig ist nur, dass ihr es besitzt und theoretisch aktiv betreiben könntet, damit ihr das im Nachtclub aktivieren könnt. Außerdem, in den meisten Fällen ist es ja bei den normalen Unternehmen noch so, dass es dort auch Verbesserungen gibt und dass da meistens auch sinnvoll ist, gewisse Verbesserungen noch zu holen. Zum Beispiel beim Bunker gibt es ja auch Personalupgrade etc. Aber wenn ihr euch zum Beispiel nur den MC-Club holt, damit der Nachtclub funktioniert, also wenn ihr wisst, ihr wollt diesen MC-Club mit zum Beispiel dem Coke-Labor gar nicht aktiv so betreiben, sondern kauft euch das Unternehmen nur, dass ihr es im Besitz habt, um eben diesen Nachtclub-Bereich freizuschalten. Das macht nämlich durchaus Sinn, finde ich, weil ich zum Beispiel finde, dass die MC-Clubs selber aktiv zu betreiben nicht wirklich Sinn macht, aber eben der Nachtclub-Bereich lohnt sich ja, weil er eben passiv funktioniert. Dann müsst ihr wirklich dort
braucht euch nur zum Beispiel das Co-Clubber holen, einmal die Setup-Mission machen und fertig. Das reicht theoretisch, euch dann auch das Billigste zu holen und nicht irgendwie groß noch Verbesserungen zu holen. Das hat nämlich keinerlei Auswirkungen auf den Nachtclub-Bereich. Im Fall vom Bunker zum Beispiel macht es natürlich Sinn, weil beide Businesses echt super sind, das eine gescheit zu betreiben und eben auch den Nachtclub-Bereich zu aktivieren. Deswegen da macht es ja Sinn, im Bunker dann auch Verbesserungen sich zuzulegen. Die wirken sich dann aber auch nur auf das klassische, normale Bunker-Business aus. Der Nachtclub ist nur zu pushen durch eben dieses Personal-Upgrade im Nachtclub und alles andere wirkt sich darauf nicht aus. So, das wollte ich auch nur nochmal klarstellen, weil das auch öfters mal gefragt wurde. Ihr seht ja aber, es gibt 7 Unternehmensfelder und nur maximal 5 Techniker. Und jeder Techniker kann ja eben nur auf ein Feld zugewiesen werden. Diese 7 Bereiche bringen aber unterschiedlich gut Geld ein, weshalb ihr logischerweise 5 Techniker auf die 5 besten Unternehmen zuweisen solltet. Die Bereiche bringen folgendes Geld pro Echtzeitstunde ein. Südamerikanische Importwaren wären da 13.500 pro Stunde, pharmazeutische Mittel 11.475 pro Stunde, Zahlungsmittel 9.450, Frachtgut und Warenversand 8.570 pro Stunde, Jagdausstattung 7.500, Bioprodukte 6.075 und Papierwaren 5.400 pro Stunde. Die Daten sind natürlich mit Personalupgrade gedacht. Im Optimalfall setzt ihr dann also eure Techniker auf alle Bereiche an, außer eben auf die Bioprodukte und Papierwaren, weil die am wenigsten Cash pro Stunde machen. Ist ja ganz logisch. Das sind auch praktischerweise die 2 schlechtesten MC-Unternehmen, wenn man diese normal betreiben würde nebenher. Also passt das auch zur anderen Seite des Business sozusagen. Das heißt, die am besten einfach gar nicht anschaffen, ob ihr jetzt nur MC-Business betreibt oder den Nachtclub noch dazu. Die braucht ihr nicht. Wer dazu noch mehr erfahren möchte, gerne auch natürlich den Motorradclub-Guide auschecken. Grundsätzlich merkt ihr ja aber auf jeden Fall hoffentlich, dass wenn ihr nur diesen Einkunftsbereich im Nachtclub hättet, dass es wirklich erst Sinn macht, den Nachtclub sich zu holen, wenn man schon recht weit im Spiel ist und die ein oder anderen Unternehmen bereits am Laufen hat. Das ist zum Glück nicht mehr der Fall. Das erkläre ich euch noch im nächsten Kapitel. Wichtig natürlich jetzt erstmal, ihr lasst von euren Technikern Ware einlagern und dann stellt sich die Frage, wann verkauft man denn diese Ware? Also um zu verkaufen, geht ihr auch an den PC und dann auf Güterverkauf. Da seht ihr dann euren Warenbestand der verschiedenen Güter. Diese sind unterschiedlich groß und füllen sich leider auch unterschiedlich schnell auf, was manchmal ein bisschen nervig ist, ist aber so. Hierfür ist es dann, by the way, wichtig, die Lagerkapazität auf voller Stufe zu haben, weil ihr dann einfach am meisten Platz habt, eure Ware einzulagern und euer Lager nicht so schnell voll wird. Am sinnvollsten ist es natürlich so, wenn einer dieser Güterbalken voll ist, einfach alle Güter schnell verkaufen. Sonst tut nämlich der eine Techniker keine Ware mehr einlagern und das ist dann ja eigentlich Verlust, den ihr macht. Das wird meistens der Fall sein, wenn die südamerikanischen Importwaren voll sind, weil die meistens als erste gefüllt sind. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel noch die 2 anderen MC-Unternehmen habt, auch einfach, sobald ein Balken voll ist, den Techniker dann auf ein anderes Unternehmen ansetzen, um das Lager noch mehr zu füllen. So hättet ihr auch die Möglichkeit, wirklich einmal 360 Kisten komplett in diesem Lagerhaus zu haben, falls ihr da mal Bock drauf habt. Ich mache das manchmal so. Das könnte Sinn machen, aber ist natürlich auch stressig und ob es dann wirklich so viel bringt, ist die Frage und ob ihr da wirklich immer das Timing richtig habt. Deswegen ja, guckt einfach, worauf ihr Bock habt. Grundsätzlich empfehle ich auf jeden Fall immer noch weiterhin alle Güter zu verkaufen. Diese Sonderbestellungen habe ich nie gemacht, habe auch noch nirgends gehört, dass das irgendjemand empfohlen hat. Deswegen denke ich, kann man das so stehen lassen. Wenn ihr dann eben alle Güter verkauft, bekommt ihr diesen Wert, der dort steht, abzüglich von 10%, die an Tony gehen, einfach als Provision. Da könnt ihr auch nichts dran ändern. Das geht aber maximal bis 100.000, also mehr als 100.000 bekommt Tony nicht. Sobald ihr dann also Waren im Wert von über 1 Million verkauft, spart ihr da prozentual was ein. Also wenn ihr zum Beispiel 1,5 Millionen Warenwert verkauft, bekommt Tony weiterhin nur 100.000. Das ist dann ja prozentual ein kleinerer Anteil. Ist jetzt aber nicht allzu krass. Würde mich darauf jetzt nicht mega verkrampfen. Das nur als Randinfo. Ganz wichtig, Freunde. Früher gingen diese Verkaufsmissionen nur in öffentlichen Lobbys. Mittlerweile ist es glücklicherweise so, dass man auch einfach in einer privaten Sitzung das in Ruhe machen kann. Denn so wie bei allen anderen Verkaufsmissionen, die es sonst so gibt, kann man eben gegrieft werden. Und das ist eben sehr schmerzhaft manchmal. Die Missionen sind aber eigentlich alle schön simpel. Immer nur die Ware eigentlich an einen Ort fahren oder an verschiedenen Punkten abladen. Das ist wirklich nie krass stressig. Ist eigentlich echt super und ihr habt auch immer maximal ein Verkaufsfahrzeug. In der öffentlichen Lobby zu verkaufen, hätte aber auf jeden Fall den Vorteil, dass ihr pro Spieler, der in der Lobby ist, 2% mehr bekommt auf euren Verkaufswert. Das Ganze geht bis zu 50% mehr Bonus. Also wenn 25 Spieler oder mehr in eurer Lobby sind, das kann dann schon schmecken, aber birgt eben auch, wie gesagt, das Risiko, dass euch da einer killt. Ich habe es tatsächlich sogar mal geschafft, als Double Money war auf den Nachtclub in der öffentlichen Lobby mit über 25 Spielern zu verkaufen und das hat dann aber mal dieses andere gescheppert, Freunde. Da hat mich aber auch fast einer gegrieft und ich habe komplett geschwitzt, dass das geklappt hat. Ja, das macht mein Herz auf Dauer dann einfach auch nicht mit. Entspannt in der privaten Lobby auf sicher gehen, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, denke ich. Kommen wir noch zum letzten Punkt der Verkaufsmission, nämlich gibt es ja 3 verschiedene Verkaufsfahrzeuge, mit denen das möglich ist. Serienmäßig gibt es da einmal den Speedo Custom, der kommt im Nachtclub gratis mit und der wird automatisch ausgewählt, wenn ihr Verkäufe von bis zu 90 Kisten habt. Wenn ihr nur den habt, könnt ihr eben auch maximal 90 Kisten auf einmal verkaufen. Dann gibt es noch den Mule Custom, den gibt es für 95.670 GTA-Dollar auf Warstock zu kaufen. Ich habe zum Beispiel den Einkaufspreis schon freigeschaltet, nicht, dass ihr euch wundert. Den könnt ihr auch billiger bekommen, wie ihr seht. Der würde, sobald ihr euch den gekauft habt, genutzt werden für Verkäufe von 91 bis 180 Kisten. Und als drittes Auto könnt ihr euch auch noch den Pounded Custom holen. Der kostet bis zu 320.530 GTA-Dollar. Der ist für alle Lieferungen von über 180 Kisten gedacht. Wird dann automatisch ausgewählt, sobald ihr mehr als das im Lager habt. Den solltet ihr auf jeden Fall früher oder später haben. Zumindest finde ich das zu empfehlen, weil ich zum Beispiel auch nur eigentlich große Bestellungen verkaufe, beziehungsweise einfach fast volle oder ganz volle Nachtclub-Lagerhäuser einfach verkaufe. Alle diese 3 Autos werden automatisch in eurem Nachtclub eingelagert, sobald ihr die kauft. Dort könnt ihr die dann auch tunen mit Waffen und Panzerung etc., um in
in den Verkaufsmissionen gut gegen Gegner gewappnet zu sein, was auch wirklich sehr hilfreich sein kann, gerade wenn ihr mal in öffentlichen Lobbys verkaufen wollt. Also das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt in diesem Lagerhausbereich noch ein kleines Update, und zwar kann man mittlerweile auf dem Handy Johann anrufen. Dann sieht man da erstmal den Stand im Lagerhaus, was sehr praktisch ist. Da kann man kurz mal zwischenchecken, wie es aussieht, und man kann selber eine Kistenbeschaffungsmission starten, mit der man zusätzlich zu den Technikern noch Kisten in das Lagerhaus aktiv einlagern kann sozusagen. Hab das noch nie wirklich gemacht, ein, zweimal ausprobiert, weil ich das lieber alles passiv laufen lasse, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Falls ihr da Bock habt, könnt ihr das natürlich machen. Und ich denke, das war jetzt endlich mal wirklich alles Wichtige zum Lagerhaus. Wir gehen jetzt weiter zur nächsten Einkunftsart, nämlich dem Clubbetrieb, Freunde. Wow, das war ganz schön viel. Freunde, was geht? Kurze Werbung in eigener Sache, bevor wir zur zweiten Einkunftsart im Nachtclub kommen. Und zwar gehört zu jedem guten Money Guide auf diesem Channel auch ein kleiner Verweis auf meine Streamingzeiten. Jawollo, Freunde. In der Regel jeden Sonntag und Mittwochabend gibt es Livestreams auf Twitch. Also einfach gerne da schon mal ein Follow da lassen. Ach, und wenn ihr die Streams mal verpasst, gar kein Problem. Stream-Highlights gibt's auf meinem Zweitkanal StretchBert. Also bei dem jetzt auch mal vorbeischauen. So, und weiter geht's, würde ich sagen. Alter, ich habe den Typen vermisst. Geil, dass du mich unterbrochen hast. Super Verweis, wichtige Infos. Weitermachen, mein Bester. Kommen wir jetzt zum nächsten Weg, wie ihr in eurem Nachtclub Geld verdienen könnt. Und gerade diese Möglichkeit ist seit der letzten Änderung wirklich unfassbar krass geworden. Also ja, let's go, oder? Dafür ganz wichtig, erstmal kurz zurück ins Büro, an den PC, weil ihr euch auf jeden Fall noch eine Verbesserung kaufen solltet, von der wir ja vorhin schon gesprochen haben. Falls ihr euch noch erinnert, Freunde, ist ja schon eine Weile her, ne? Nämlich das Personal-Upgrade. 475.000 GTA-Dollar kostet das Ganze. Das sorgt dafür, dass eure Nachtclub-Beliebtheit langsamer sinkt. Und die Nachtclub-Beliebtheit ist eigentlich der mitentscheidendste Faktor, wenn es darum geht, wie viel Geld ihr wirklich mit eurem Clubbetrieb macht. Also lohnt sich das auf jeden Fall. Grundsätzlich funktioniert das Ganze so, dass ihr alle 48 Minuten, also jeden GTA-Ingame-Tag, passiv Geld bekommt, weil eben Gäste in euren Club kommen und feiern, ganz logisch. Die Höhe des Geldes ist aber abhängig davon, wie hoch eure Beliebtheit ist. Deswegen ist es wichtig, diese immer möglichst oben zu halten, denn die sinkt dauerhaft. Das funktioniert auch eigentlich schon immer so, aber früher hat sich das Ganze einfach vom Aufwand her nicht gelohnt und jetzt gibt es einfach auch noch deutlich mehr Cash und auch noch deutlich mehr Wege, diese Beliebtheit oben zu halten. Dazu im Detail gleich noch mehr. Jetzt wisst ihr erstmal grob, wie es läuft. Das Geld wird dann alle 48 Minuten in den Tresor bei euch oben im Nachtclubbüro eingelagert. Dieser Tresor hat mittlerweile eine Kapazität von 250.000 und dort könnt ihr euch das Geld dann eben regelmäßig abholen. Kommen wir mal zu den Zahlen. Wenn ihr alle 5 Balken der Beliebtheit voll habt, dann macht ihr jeden GTA-Tag, also alle 48 Minuten in Realtime, 50.000 Dollar, Freunde. Passiv, nebenher. Das scheppert ordentlich. Früher waren das nämlich nur 10.000, also hat sich das Ganze einfach verfünffacht mittlerweile. Das ist wirklich crazy, das ist wirklich big. Ihr müsst also eigentlich nur dafür sorgen, dass eure Beliebtheit immer oben ist. Dafür gibt es ein paar verschiedene Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ihr könnt beim Nachtclub-Management eine Club-Bewerbungsmission starten. Diese Mission könnt ihr sogar mittlerweile von unterwegs schon starten, indem ihr einfach Tony anruft und bei dem dann eine Mission anfragt. Praktisch ist auch dabei, wenn ihr den anruft, dass euch in diesem Fenster dann angezeigt wird, auf welchem Stand prozentual eure Beliebtheit aktuell ist. Auch sehr praktisch zu wissen, wenn man mal abchecken will, wie es aussieht. So eine Werbemission für den Nachtclub sollte eigentlich immer 25% eurer Beliebtheit füllen, also ein bisschen mehr als einen Balken. Ein Balken ist ja 20%, aber ich würde sagen, diese Möglichkeit ist nicht unbedingt die beste, die Beliebtheit oben zu halten. Die Missionen sind manchmal ein bisschen nervig, manchmal aber auch recht easy. Dennoch sind die nicht verkehrt, kann man mal machen. Aber wir gehen mal weiter zu der nächsten Möglichkeit. Es gibt nämlich noch die Möglichkeit über das Buchen von DJs. Das geht auch wieder über euren PC in eurem Nachtclubbüro. Da auf DJs gehen und dann seht ihr, welche dieser 4 möglichen DJs aktuell bei euch auflegt. Dann könnt ihr einen der 3 anderen DJs buchen. Beim allerersten Mal einen DJ buchen kostet das Ganze 100.000 und ihr müsst meistens kurze Missionen machen. Aber dafür füllen sich dann, wenn ihr das macht, auch alle 5 Beliebtheitsbalken 100% auf. Was schon sehr geil ist, aber wie gesagt, das gilt nur fürs allererste Mal. Sobald man einen DJ dann wieder bucht, kostet das Ganze beim erneuten Buchen nur 10.000. Aber es füllt dann auch nur einen halben Balken Beliebtheit auf, also 10%. Aber ihr müsst auch keine Mission machen, was ganz praktisch ist. Ist auf jeden Fall mit der schnellste Weg, einfach mal kurz seine Beliebtheit ein bisschen zu pushen. Aber natürlich kostet das Ganze euch auch 10.000 und bringt nicht so mega viel. So, und jetzt die letzte Möglichkeit für Beliebtheit zu sorgen. Die ist auch seit dem letzten Update neu. Und zwar, dass wenn ihr in eurem Club unterwegs seid, ihr Störenfriede rauswerft oder aber betrunkene VIPs nach Hause oder ins Krankenhaus bringt. Hört sich erstmal ein bisschen random an, aber diese Events spawnen immer, wenn ihr mal in eurem Club drinne seid. Entweder als blauer Punkt auf der Map, dann handelt es sich um Störenfriede, oder als blaues Männchen auf der Map, dann ist es ein betrunkener VIP, der eben eskortiert werden muss. Anscheinend spawnt alle 48 Minuten eben so ein Punkt oder so ein Männchen, aber ich hatte das Gefühl, dass das deutlich öfters passiert. Eine genaue Zeitangabe habe ich aber leider nicht gefunden. Ist auch kein Problem, selbst wenn es nur alle 48 Minuten wären, reicht das auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall einfach empfehlen, euren normalen Spawnpunkt in GTA auf den Nachtclub zu setzen, weil dann eigentlich immer, sobald ihr mal ingame kommt oder die Lobby switcht, da meistens eigentlich so ein Event spawnt, dann macht ihr das kurz und dann habt ihr wieder eure Beliebtheit gepusht. Das macht auf jeden Fall Sinn. Kurze Randinfo natürlich noch, diese beiden Punkte spawnen nur, soweit ich weiß, wenn mindestens 5% Beliebtheit im Club sind. Also wenn ihr 0 Beliebtheit habt, dann wird da auch nichts passieren. Da müsst ihr also dann einfach erstmal kurz einen DJ buchen oder so eine Bewerbungsmission machen und dann, sobald ihr wieder auch nur ein bisschen Beliebtheit habt, dann spawnen diese Events auch wieder. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr wirklich bei 0% Beliebtheit seid, warum diese Events nicht spawnen. So, wie erledigt man das Ganze? Wenn dieser Punkt spawnt, ist das ein Störenfried, wie schon gesagt, zu dem geht ihr dann hin und dann müsst ihr diesen Störenfried ganz einfach um die Ecke bringen. Ums Eck bringen? In der Eckkneipe? Auf den Absacker? Will er rauchen? Hat er eine Verabredung? Muss er pinkeln? Ja, okay, ihr werft ihn nur aus dem Club raus, ihr bringt ihn nicht um. Was?
Der Einspieler musste einfach sein, Shoutout an AJ an der Stelle. Das ist eigentlich die geilste Mission von allen Missionen, die es gibt für die Beliebtheit, weil die wirklich gefühlt nur 10 Sekunden dauert. Ihr geht kurz zu dem hin, es kommt eine Cutscene, ihr bekommt $10.000 und einfach 25% Beliebtheit drauf. Völlig OP, also das ist das Beste, was euch passieren kann. Aber auch die Mission, wenn das blaue Männchen, also ein VIP-Spawn, die sind super. Da müsst ihr auch zu dem hingehen und dann eben ohne Unfälle zu bauen oder zu schnell zu fahren, den dann nach Hause zu bringen oder ins Krankenhaus oder wie auch immer. Die dauern dann meistens halt ein bisschen länger, je nachdem, wie weit ihr fahren müsst. Das kann mal ein bisschen nervig sein, aber auch die lohnen sich auf jeden Fall. Die bringen auch ein bisschen mehr Kohle, also mindestens 10.000 und eben auch 25% Beliebtheit. Beide dieser Missionen sehr zu empfehlen. Ihr solltet das immer machen, sobald so ein Ding mal spawnt bei euch. Ich habe das extra auch nochmal in-game überprüft. Falls das variieren sollte, kann ich leider nichts machen, aber bei beiden Missionen habe ich jeweils immer 25% bekommen. Also genauso wie bei einer klassischen Promo-Mission, da sind die beiden also deutlich mehr zu empfehlen. Um das nochmal zu veranschaulichen, möchte ich nochmal kurz auf das Beliebtheitsthema genauer eingehen, damit das euch klar wird, wie krass das ist. Das mit der Beliebtheit läuft nämlich so ab, wie in dieser Grafik hier. Es spielt sich immer in 48-Minuten-Zyklen ab, also GTA-Tagen. Alle 48 Minuten sinkt die Beliebtheit um 5% und ihr verdient abhängig von der Höhe der Beliebtheit eben euer Geld. Also wenn ihr bei 100% seid, im ersten GTA-Tag 50.000, dann wieder 50.000, dann im dritten Tag 45.000, im vierten Tag 25.000 und am fünften Tag 24.000. Also insgesamt 194.000, bis ihr runter auf 75% seid. Wenn ihr dafür sorgt, dass euer Club immer bei 100 oder 95% ist, bekommt ihr sozusagen dauerhaft jeden Tag 50.000, wie ihr seht. Wenn man jetzt aber weiß, dass eine dieser Rauswurfmissionen 25% Beliebtheit bringt, dann heißt das also, wenn man immer, wenn das Ganze zum Beispiel bis auf 75% runter ist, eine dieser Missionen macht, die ja oft nur 10 Sekunden dauert, wie ihr wisst, man zusätzlich zu den 10.000, die man eh so kurz bekommt, wenn man die Mission erledigt, auch passiv über die nächsten 5 GTA Ingame-Tage $194.000 generiert. Von dem Blickwinkel gesehen finde ich es wirklich krass, wie nice der Nachtclub mittlerweile ist und wie krass das auch als Anfänger-Business geeignet ist. Das gilt natürlich genauso auch für die normalen Club-Bewerbemissionen, die bringen ja auch 25%. Auch über das Buchen des DJs zum Beispiel steht natürlich die Möglichkeit, einfach sobald die Beliebtheit auf 90% runter ist, einen DJ erneut buchen für 10.000, dann hat man wieder 10% mehr, also volle Beliebtheit und die 10.000 bekommt man ja easy wieder rein, weil man durch die 10.000 investiertes Geld über 2 Tage 100.000 wieder reinbekommt. Eigentlich auch ein super Deal, wenn man ehrlich ist. Es ist auf jeden Fall alles krass overpowered, muss ich sagen. Es gibt natürlich noch laufende Immobilien und Personalkosten, die lasse ich einfach mal raus. Die fallen auch bei jedem GTA-Tag natürlich an, aber ändern meiner Meinung nach nicht wirklich die Aussagekraft, wie lohnenswert das Ganze ist. Da gehen dann eben halt ein paar Tauis mal weg, aber das lohnt sich trotzdem alles auf jeden Fall. Der Ehrenbruder Larry hat das selber auch bereits schon 3-mal getestet und kam zum gleichen Ergebnis und hat mir das mitgeteilt. Hier noch wirklich ein Gruß an dich, Larry. Danke für die ganzen Infos, die du mir schon vor Ewigkeiten zum Nachtclub hast zukommen lassen. Ich habe das Ganze natürlich mir abgespeichert und kann das jetzt zum Glück verwenden endlich mal. Es geht raus, Doc. Ich habe das Ganze im Zuge dieses Videos auch alles nochmal geprüft und kann ich das Ganze auch ebenfalls nur bestätigen. Klar, das kann man ja nicht immer so perfekt timen, dass man sagt, bei 75% mache ich das wieder. Aber um das mal zu veranschaulichen, wollte ich das einfach mal so raushauen. Am besten ist natürlich, wenn ihr die Beliebtheit immer so weit oben wie möglich haltet und nicht erst auf 75% droppen lasst. Aber wie gesagt, theoretisch reicht es alle 4 bis 5 Ingame-Tage, also alle 3, 4 Stunden das mal zu machen. Maximal auf 75% runtergehen und dann wieder full 100% zu bekommen. Und dann macht ihr wirklich immer gutes Geld. Am meisten Cash bringt euch das natürlich, wenn ihr alle 1, 2 Ingame-Tage schnell hingeht, so eine Mission macht, damit ihr einfach dauerhaft 50.000 pro Stunde bekommt. Das ist natürlich das Beste. Ob das aber immer wirklich so klappt, dass alle 1, 2 Ingame-Tage zu erledigen, ist natürlich die Frage. Und ihr dürft natürlich auch nicht vergessen, euren Tresor regelmäßig zu leeren, weil wenn der voll ist, wird kein Geld mehr eingelagert. Ich denke, ihr findet auf jeden Fall euren Rhythmus. Ich denke, ich habe einige Möglichkeiten gezeigt, wie man es vielleicht machen kann. Und das, Freunde, war auch wirklich jetzt alles, was es zum Thema Geld verdienen mit dem Nachtclub gibt. Mehr Infos habe ich für euch nicht. Das war's, was das Cash verdienen angeht. Ich hoffe, ich konnte alles erwähnen. Wir kommen noch schnell zu einer kleinen Sache, der Vollständigkeit halber. Beim Nachtclub muss ich das auf jeden Fall erwähnen. Es gibt nämlich noch den Terabyte. Der Terabyte kam mit dem Nachtclub ins Spiel. Den könnt ihr euch auch nur holen, wenn ihr einen Nachtclub besitzt. Der hat dann nämlich seinen eigenen speziellen Garagenplatz. Kaufen könnt ihr euch das Ding bei Warstock ab 1.375.000 GTA-Dollar. Für den gibt es natürlich auch noch etliche Upgrades, in die man auch noch deutlich mehr Geld investieren kann. Jeder wie er möchte. Grundsätzlich hat er ein paar nice Features. Der Terabyte ist ganz praktisch, um von unterwegs verschiedene Unternehmen wie das Biker-Business, den Fahrzeughandel, die Spezialfrachtkisten zu betreiben. Aber der hat auch spezielle Missionen, die es nur im Terabyte gibt. Mittlerweile nutze ich das Ding aber ehrlich gesagt kaum noch. Und der Hauptpunkt ist, sind wir mal ehrlich, beim Terabyte auch immer schon, dass man den eben braucht, um die berüchtigte Oppressor Mark II mit Raketen auszustatten. Und eben auch, um den Einkaufspreis der Mark II freizuschalten. Ohne den Terabyte kann man beides nicht machen. Man braucht dafür nämlich die Missionen aus dem Terabyte und auch die spezialisierte Werkstatt, die man extra ausrüsten muss. Mehr will ich dazu auch gar nicht groß labern. Es gibt auch ein extra Video, wie man die Oppressor Mark II korrekt kauft auf meinem Channel. Wen das interessiert, der guckt das gerne an. Ansonsten muss ich, denke ich, hier nicht mehr groß was zum Terabyte sagen. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen, weil er halt einfach auch zum Nachtclub dazugehört. Und jetzt, Freunde, wären wir dann noch wirklich einfach echt mal durch mit allen wichtigen Punkten, die den Nachtclub betreffen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dem einen oder anderen mit diesem Video vielleicht ein bisschen weiterhelfen konnte. Wenn das der Fall ist, dann freut mich das sehr, Freunde. Noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn ihr im Zuge dessen dem Video einen Daumen nach oben gebt. Würde mich sehr supporten. Natürlich hoffe ich, dass ich hier keinen Blödsinn verzapft habe und alle Zahlen korrekt recherchiert habe. Falls euch irgendwie ein Fehler aufgefallen ist, lasst es mich gerne wissen, damit wir in den Kommentaren das Ganze klären können. Kuss geht raus für euren Support, Freunde. Wie gesagt, lasst gerne auch noch ein Follow auf Twitch da. Lasst gerne ein Follow auf Instagram da. Schaut bei meinem Zweitkanal vorbei. Das würde mich auch sehr
sehr freuen und join auch gerne unserem Discord. Alle Links zu den eben genannten Dingen sind in der Videobeschreibung. Die warten nur darauf, ausgecheckt zu werden. Freunde, kommt, worauf wartet ihr? Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Macht's gut, ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao.